Yoshi Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Mario Galaxy und oh, Alter, da war so eine scheiß Stelle gewesen. Einen Moment. Ja, nicht schlafen, Mario, das ist sehr gefährlich. In Kälte anzuschaffen ist gefährlich und dann auch tödlich. So, jetzt sind wir Feuer Mario. Oder gibt's hier auch so eine Scheißstelle? So sagen. Ach ja, dieses Viech kann man übrigens nur dann töten. Oh, Mario, mach das mal. Ja. Wo wir auch mehrmals hin müssen. Ist genauso nervenzerreibend. Ich wollte eigentlich sagen, ist nicht so nervenzerreibend, wie das gerade eben mit Mais Mario der Fall war, aber. Ich weiß mal nicht, wie ich es geschafft habe, nicht abzustürzen, aber seht ihr jetzt die Problematik? Da oben ist nämlich ein Schneemann und den können wir nur aus dem Weg räumen, wenn wir halt Feuer Mario sind. Anders ist es nämlich nicht möglich. Und das hier noch übrigens. Übrigens, das Viech können wir auch nur erledigen, wenn wir Feuer Mario sind. Also was eigentlich Nintendo mit diesen blöden Fledermäusen hat in allen Variationen, das erschließt sich mir nicht. Ich meine, bei Zelda gibt es auch von diesen blöden Viechern mehr als genug. Also da lernt man wirklich Fledermäuse zu hassen, obwohl sie ja nichts dafür können. Das sind ja Entschuldigung. Es sind ja eigentlich schon beeindruckende Tiere und Mario. Also gut und. Oh. Können wir es gleich vergessen, ey. Oh. Kommt das Viech hier rüber? Das wäre mich gar nicht mal so schlecht. Dann können wir das Viech da erledigen. Oh, ich hasse diese Viecher, ey. Also ich mag ja Fledermäuse. Sie sehen eigentlich niedlich aus, aber. In Spielen sie einfach, sind sie ätzende Charaktere. Und danke, Mario. Ja, Mario, bleib einfach hängen. Es ist auch zu viel von verlangt, dass du... Ist eben nicht mein Tag heute, oder was, hä? Also, ich hasse dieses Level total. Ich hasse dieses Level. Ich hasse es. Weil es ist. So. So, seht ihr? Und das war noch nicht die schlimmste Stelle. Ja, hier kriegen wir wieder Leben. Es gibt nämlich noch schlimmer. Ja. Super, Ben. Ja. Na, wenigstens sieht man nicht, dass er in ein schwarzes Loch verfällt. So fällt. Ja, super. Weil, ihr seht, die Feuerbälle wollen auch nicht so richtig. Toll, dass Mario auch einfach zu blöd ist, auch weit zu springen auf einmal. Mario, hör mal zu, auf mal so eine Scheiße machen, sonst bist du auch immer so ein Sprung ins Feld. Und diesmal nicht. Okay, ich glaube. Ja, ich hoffe. Boah, ich hasse es, wenn Mario überall hin bleibt. So.
Na, hier. Ja. Hier, das ist so eine Scheißstelle, finde ich. Weil man muss diese blöden erstmal. Oh, toll! Mario, mach die. Danke. Alter, das Mario manchmal ewig und drei. Ach nee, das ist. Nein, das ist nicht die Scheißstelle. Oh, come on. Da gibt's ja noch so eine dämliche Stelle, ey. Steh doch mal auf, Mario. Herzlichen Glückwunsch. Aber ist das tatsächlich so der Fall, dass Mario irgendwie langsamer wird, wenn er so diesen... Moment mal. Er wird langsamer, wenn er diesen blöden... diese Drehung macht und er Feuer Mario ist. Oh, Mario, danke, dass du dich festgehalten hast. Also da bin ich jetzt froh, dass er halt Wandknutschen gemacht hat. Aber es ist leider wirklich nicht... Nee, da gibt es noch eine beschissene Stimme. Wow. Vielleicht noch eine beschissene Stelle mit diesem blöden Fledermäusen, ey. Wer zur Hölle... Warten wir mal. Moment mal. Ich bin doch wohl... Ja, doof. Nochmal, versuchen wir es mal. Nee. Das mit Bällen ist auch so eine scheiß Sache. Ich bin also wieder hier? Okay. Naja. Machen wir den Platz. Oh, das war knapp, ey. Was warten wir hier? Keine Heldentaten. Keine Heldentaten. Weil ich jetzt will nämlich das Pilz hier holen. Denn jetzt, hol den Pilz, Mario, danke. Pass dir mal einer an. Das ist derselbe hier auf der anderen Seite. Ah, natürlich sind diese blöden Fledermäuse wieder da. Und es ist wirklich ratsam, die Platz zu machen, weil... weil die nun mal leider nerven. Weil die lassen keine Ruhe und die kann man leider nur vernichten, wenn man Feuer machen muss. Sonst gibt es leider keine Möglichkeit. Aber den Helden einzuführen, da auch scheint irgendwie Nintendo zu stehlen. Wenn ich da mal Link denke, wie auf der arme Kerl eingefroren wird. Gut, halt dich gut fest, Mario. Schnell, schnell, schnell. Ja, das ist hier die blöde Stelle. Ja, fick mal ruhig das an. Nein! Mario! Was tust du da? Was tust du da? Mario, du Vollidiot, was tust du da? Schnell dahin. Oh, Alter! Alter, wieso bleibt der... Was tut... Was wäre das eigentlich hier für eine Normal? Stürzt ab, oder was? Oh. Einfach da, du blödes Viech. Aber ihr hört ja schon, das ist da... Oh.
toll, ich kann die Kamera leider nicht drehen. Und dass hier das so viech ist, das nervt auch tierisch. Ja, wie soll man da? Da kam ich auch hoch, das weiß ich. Alter, nerv nicht. Was hast du für ein Problem? Oh. Komm her, du Stück Scheiße! So. Boah, ey, Alter! Toll, jetzt ist sie wieder hier! Was ist deren Problem? Oh, Moment mal, da ist auch eine Münze. Vielleicht soll ich die da holen. Aber ich komme ja leider... Ich komme nur von... Nee, das Viech kommt! Ich kann ja auch die blöde Kamera jetzt nicht drehen. Alter, die Kamera ist wieder so eine Bitch vor den... Nein! Mario, du verdammter... Ach, jetzt reicht's mir. So wird das nichts. So wird das leider nichts. Ja, du blöde Kamera, dreh dich bloß nicht. Ist ja zu viel verlangt, nicht wahr? Oh. Mario, hör doch, Alter! Dass er immer dieselbe Scheiße macht. So, jetzt ist das blöde Viech weg. Hier war jetzt bestimmt nicht die Gefahr, dass rein. Da die. Ah. Mario springt auch. Mario springt auch immer so seitlich. Was machst du da, du Vollidiot? Hör auf, seitlich zu springen. Ja? Na, zieh dich hoch, ja? Na, endlich. Also, dass er manchmal so scheiße schräg springt, so. Das Problem ist ja auch, wenn die Kamera nicht so, wenn man die Kamera nicht hindrehen kann, so muss man auch wieder mal Lotto spielen. Wie er springt, ob er jetzt in die Richtung springt, wo er hinspringen soll. Weil er springt ja dorthin, wo man ihn hinrichtet. Aber wenn der Sprung dann anschließend ja so schräg ist und man das nicht sieht, weil die Kamera so scheiße ist, ja super. Dann ist es wirklich Lottospiel angesagt. Du hast ein Geheimschein erhalten. Eisbergkrank-Galaxie. Hurra! Erobere den Fall Eisberg. Noch so eine Eroberung, wir können einpacken. Oh. Ja, speichern wir mal. Also ehrlich gesagt, ich mag diesen Teil nicht sonderlich, das gebe ich zu. Aber warum mache ich ihn einfach? Naja, dann habe ich es hinter mir, deswegen. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Also, see you mal daneben.